Ich bin Frank Hannig. Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Streikender bin ich nicht. Und trotzdem bewegt mich das Thema und ich möchte mich damit beschäftigen, weil ich seit einiger Zeit ja in meinen Videos versuche, Rechtsstaatlichkeit zu erklären, so wie ich als Jurist rechtsstaatliches Handeln verstehe. Es macht mich ja so ein bisschen unruhig sozusagen, dass also auch in meinen Fällen, in meinen Videos Juristen darüber streiten, welche kleinen juristischen Problemchen oder Fehler es gibt, aber niemals jemand darüber diskutiert, dass wir ja die Wahrheiten, nach denen wir leben müssen, unsere Rechtsstaatlichkeit auch verstehen müssen. Ich mache meine Videos also nicht für irgendwelche Kollegen, ich mache meine Videos nicht, um eine Professur zu erlangen, sondern ich mache meine Videos für Menschen wie du und ich, die nicht Jura studiert haben und die trotzdem verstehen sollen, was bedeutet der Rechtsstaat. Die zum Beispiel verstehen sollen, was bedeutet denn Streikrecht? Wie komme ich auf den Gedanken, mich mit einem Streik zu beschäftigen? Ich komme natürlich drauf wegen der Fridays for Future Bewegung. Ich habe gelesen, dass also jetzt sozusagen allgemeine Streikaufrufe kursieren, dass Erwachsene, das Arbeitnehmer, das Beschäftigte, unter Umständen, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar von Kommunen, von Städten, von der Stadt Köln zum Beispiel, an diesen Streiks teilnehmen sollen. Und es erschreckt mich. Es erschreckt mich nicht wegen der politischen Komponente. Ich versuche, auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt, in meinen Videos eigentlich frei von politischen Überzeugungen zu argumentieren. Ich versuche zu erklären, dass die Rechtsstaatlichkeit die Grenze, die Mauer, die Klammer unseres Handelns ist, egal welcher politischen Couleur ich folge. Was verboten ist, ist eben für alle verboten, für Linke, für Grüne, für Blaue, für Rote. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern es gilt für jeden. Der Rechtsstaat ist die Klammer unseres Handelns und die Garantie für das Bestehen und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und nun muss man eben sagen, im Gesetz stehen manche Dinge, die sehr einfach sind. Zum Beispiel steht da drin, dass politische Streiks verboten sind. Ich verstehe gar nicht, wie man das nicht wissen kann. Wie man das als Spitze einer Verwaltung, einer Stadt oder wie auch immer nicht verstehen kann. Wie ich als Minister, als Teil einer Regierung oder als Volksvertreter das nicht wissen kann. Das ist doch relativ einfach. Politische Streiks sind in Deutschland nicht erlaubt. Streiks zur Verfolgung von politischen Zielen, Arbeitsniederlegung sind nicht gestattet. Das Kollektivarbeitsrecht in Deutschland regelt sehr genau, wann es Streiks gibt, welche Streiks es gibt, wie diese zu führen sind. Und nur im Rahmen dieser Regelungen, die im Übrigen durch die Arbeiterbewegung und die Sozialdemokratie in langen Jahren harten Kampfes geschaffen worden sind, ist das Arbeitskampfrecht auszuüben. Darüber hinaus ist es verboten und darüber hinaus mache ich mich natürlich auch deutlich angreifbar in meinem Arbeitsvertrag. Ich kann doch einfach nicht einfach sagen, ich komme nicht auf Arbeit, ich gehe für Fridays for Future demonstrieren. Das hehre Ziel rechtfertigt nicht den Streik sozusagen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Der Zweck heiligt nie die Mittel. Das sollte nie ein Motiv sein. Und wenn ich also politisch streike, mache ich nicht nur was Verbotenes, sondern ich verletze auch noch meinen Arbeitsvertrag. Ich kann abgemahnt werden, ich kann gekündigt werden, ich habe mit arbeitsvertraglichen Konsequenzen zu rechnen. Das gilt für die Erwachsenen, die darüber nachdenken, mal eben kurz zu streiken. Und für die Schüler gilt natürlich auch was. Und da bin ich ja nun nicht ganz alleine mit dem, was ich sage. Da weiß ich ja zum Beispiel die bayerische Landesregierung hinter mir, die so schlau war, sich dazu mal zu äußern. Für Schüler gilt natürlich eine Schulpflicht. In den Landesschulgesetzen ist das klar geregelt. Wer nicht zur Schule geht, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Das kann also Konsequenzen haben, bis hin zu Ordnungsgeldern, bis hin zu sonstigen Strafen und sonstigen Mitteln. Das kann zu einer Versetzungsgefährdung führen, das kann schulrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen. Und so langsam sollte sich in meinen Augen unser Rechtsstaat in jeder kleinen Form bis hinunter in die Schulverwaltung mal wieder daran erinnern, was wir hier tun. Wir erziehen Teile unserer Gesellschaft. Wir kämpfen nicht wild gegen irgendetwas, weil wir nicht wild sind. Wir sind ein zivilisierter Staat, der sich Regeln und Grundsätze gegeben hat und diese Regeln und Grundsätze müssen eingehalten werden. Und das gilt genauso bei Schulstreiks, aber vor allem, wenn nun also auch noch Erwachsene zum Streik aufgerufen werden, da sind die Konsequenzen durchaus ernster. Und ich warne euch alle davor, ja, bei allem Respekt vor gesellschaftlichem Engagement, wenn die Grenzen des Rechtsstaates überschritten werden, ist das nicht in Ordnung. Und wer verbotenermaßen streikt, macht nichts anderes, als an einer verbotenen Demonstration teilzunehmen. Er macht sich gleich mit Rechtsbrechern, vielleicht sogar mit Gewalttätern. Darüber sollte man vielleicht mal nachdenken und sich selbst hinterfragen, ob man sich daran beteiligen will. Das ist meine Anregung zum Thema Fridays for Future. Klimaschutz ist sicher wichtig, Umweltschutz ist bestimmt auch wichtig, aber mit legalen Mitteln. Bei Radio Deutschland 1 sprechen wir Klartext. Jeden Freitag ab 21 Uhr senden wir live und laden dich ein, dabei zu sein. Besuche unsere Internetseite www.radiodeutschland1.com. Dort kannst du unsere Sendungen live oder als Aufzeichnung hören. Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland.